Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Weihnachten steht jetzt vor der Tür und deswegen mache ich heute mal mit euch eine leckere Spekulatius-Torte. Zuallererst verrühren wir 255 Gramm Makrine, die habe ich jetzt schon mal hier drin, und 260 Gramm Zucker. Jetzt rühren wir 4 Eigelb darunter. Jetzt brauchen wir noch 255 Gramm Mehl, was wir unterrühren. Jetzt schlagen wir noch 4 Eiweiß steif, die wir dann unter den Teig heben. Jetzt nehmt ihr wieder eine Springform, die ihr mit Backpapier auslegt, und füllt da etwas Teig hinein. Nicht den ganzen Teig, weil wir müssen jetzt dreimal das Ganze machen, weil wir brauchen 3 Böden. Dann nehmt ihr einige Spekulatius, die ihr in kleine Stücke brecht, und legt die auf den Boden oben drauf. Das Ganze wiederholt ihr dann noch 2-mal und backt jeden Boden bei 175 Grad etwa 10 Minuten. So, jetzt machen wir uns an den Belag von unserer Torte, solange wir unsere Böden im Ofen sind. Dazu lasst ihr jetzt als allererstes ein Glas Kirschen abtropfen. Den Saft fangt ihr auf, weil wir den brauchen. Ihr nehmt etwas von dem Kirschsaft und ungefähr 35 Gramm Speisestärke und verrührt das. Dann nehmt ihr den restlichen Kirschsaft, tut ihn in einen Topf und kocht ihn auf. Wenn der Kirschsaft kocht, nehmt ihr eure angerührte Speisestärke und rührt sie unter. Dann nehmt ihr das Ganze von der Kochstelle und hebt eure abgetropften Kirschen darunter. Jetzt stellt ihr das Ganze erstmal beiseite und lasst es etwas abkühlen. Dann nehmt ihr einen gebackenen Boden, legt ihn auf eine Tortenplatte und verteilt da eure Kirschen drauf. Tut vorher einige Kirschen beiseite, weil wir die dann noch oben drauf auf der Torte nochmal brauchen. So ungefähr 4 bis 5 Esslöffel. Den Rest Kirschen verteilt ihr dann auf dem Kuchen. Dann nehmt ihr den zweiten Boden und legt ihn oben drauf. Jetzt schlagt ihr 400 ml Schlagsahne, 2 Päckchen Sahne steif und 2 Päckchen Vanillezucker steif. Die Schlagsahne streichen wir jetzt auf den zweiten Boden. Jetzt nehmt ihr eure Kirschen, die wir beiseite gestellt haben, und macht 12 kleine Tupfen oben auf die Sahne drauf. Dann nehmt ihr euren dritten Boden und schneidet diesen ebenfalls in 12 Tortenstücke. Jetzt nehmt ihr die Tortenstücke und legt sie so schräg auf die Torte oben drauf. Ihr nehmt die Kirschen dazu als Stütze. Jetzt bestäubt ihr die Torte noch mit Puderzucker. So, meine Lieben, das ist unsere Spekulatius-Torte. Was Schönes zu Weihnachten. Damit wünsche ich euch auch schöne Weihnachten. Viele schöne Geschenke, einen fleißigen Weihnachtsmann. Schöne viele Stunden mit eurer Familie. Und von allen alles Gute. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Bis dann. Tschüss.